La perdonanza de Celsons, de la cantada Il Gioda, de Giacomo Haspermuth. Mein Name ist Stefan Schmid, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Phonetischen Labor von der Uni Zürich und wir befinden uns hier im Hauptgebäude, im Turmbereich, im Tonstudio vom Phonogrammarchiv von der Uni Zürich. Das Phonogrammarchiv dokumentiert Mundarten in allen vier Landessprachen. Das gibt es seit 1909 und da sind natürlich ganz verschiedene Technologien zum Einsatz gekommen, von der Schallplatte über Spulentonband bis dann zu den Kassettengeräten. Und in diesem Tonstudio kann man auch alle die verschiedenen Tonträger heute überspielen, digitalisieren, sodass man es dann nachher bearbeiten kann. Das Phonetische Labor beschäftigt sich weniger mit historischen Aufnahmen, sondern mit heutigem Schweizerdeutsch. Dazu machen wir Aufnahmen in einer Tonkabine. Da werden neue Aufnahmen zu schweizerdeutschen Dialekt gemacht. Und die Forschung führt dann dazu, dass man unter anderem eine Applikation für ein Smartphone entwickeln kann, wie die sogenannte Dialekt-App. Ganz ein besonderer Schatz vom Phonogrammarchiv lagert tief unten, unter der Tiefgarage im Archiv. Dort werden die Tondokumente, die ältesten sind aus dem Jahr 1909, gelagert. Und die gehen wir jetzt anschauen. Also es geht 5 Minuten, bis wir dort unten sind. Ich kann Sie durch die geheimsten Gänge führen, das Hauptgebäude. Es ist wichtig, dass wir gewisse Bedingungen da einhalten können. Weil das ist eigentlich UNESCO-Welterbe, die Tondokumente. Also das wäre jetzt so eine Wachsplatte. Die ist leider leicht befallen, schon, hat die Zeit nicht unbeschadet überstanden. Kann man nur mit einem Spezialgerät überhaupt noch abspielen und sieht man eigentlich gar nicht mehr abspielen. Die sind alle in der Zwischenzeit digitalisiert worden. Würde also gerade verbrechen, wenn so eine würde an den Boden gehen. Die allererste Aufnahme war eine Studentin aus dem Kanton Glarus, die sich selber aufgenommen hat, ihren eigenen Dialekt. Ja. Katharina Streif, 1909. Da haben wir Schallplatte. Da sogar mit Handschrift, die Schallplatte. Das ist quasi darauf aufgenommen, aus Halle, aus dem Kanton Schaffhausen, retten pur über den Hanfbau. Das ist das Thema. Viele von diesen Aufnahmen sind natürlich auch volkskundlich. Interessant, weil sie einerseits Sagen, also Fantastisches beinhaltet, andererseits aber auch dann Informationen über das Leben, den Alltag von früheren Zeiten enthalten. Das ist vielleicht nicht unbedingt mein Lieblingsraum, weil wenn man lang da ist, ist es doch relativ frisch und dunkel. Aber es ist sicher ein geheimnisvoller und spannender Ort, wie man da ganz verschiedene eben Sachen sieht, wie das Originalbuch von der Landesausstellung 1939, da die Schallplatten, die da in dem Buch aufbewahrt worden sind. Und alles hat natürlich seine Ordnung und ist da ganz genau katalogisiert.